Hallo alle miteinander zu einer schönen kleinen Runde. Ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich spiele. Zu einer schönen kleinen Runde Rocket League 1 gegen 1. Auf dem Weg zum... Ah, fuck my life. Der geht zwar noch nicht rein, aber der Nachschuss natürlich. Oh, wow, wow. Wow, was ein Experte. Okay. Das ist sehr nett von mir, von ihm. Ja, ich habe da auch durchaus gemissplayed. Und das gar nicht mal so übertrieben mega-mäßig knapp. Also war schon ein großer Missplay von mir, dass ich da so vorbeigesprungen bin in der Defensive. Und ja, ich will ihm gar keinen Vorwurf machen. Manchmal, da dann kriegst du so einen Ball nicht über die Linie. Ich kenne das nur zu gut. Das war natürlich relativ nice. Und dann ist das 1:0. Komm Leute, holt eure Vuvuzela raus. So, das ist schon mal ein guter Start in den ins Spiel. Eine 1-0-Führung bedeutet natürlich überhaupt nichts. Also, ja, es ist halt... Das kann halt ganz schnell auch wieder anders aussehen. Kann natürlich auch ganz schnell ein 2-0 draus werden. Schade, schade. Ich habe gedacht, dass er da vielleicht eher auf die lange Ecke spekulieren mag. Ja, das war auch jetzt ein bisschen... semi-gut von mir. Ich bleibe hier erstmal im Tor. Guck mal, was er macht. Nichts großartig Gefährliches. Und dann setze ich zum Konter an. Ah, schade. Da kommt er noch ran, ey. Das wäre auf jeden Fall ein schönes 2:0 gewesen. Der geht nicht direkt rein. Die Frage ist, kann ich den jetzt irgendwie verwerten? Nee, nee, nee. Okay. Er ist da auch auf der Hut. Er ist auf jeden Fall defensiv auch dabei. Scheiße. Wenn ich den vielleicht direkt ein bisschen mehr Richtung Tor bekomme, dann ist das vielleicht gar nicht mal so unfassbar schlecht. Der geht Richtung Tor und der ist drinne. Guter Schuss. Wow, danke schön. Danke, Dude. Er gibt mir sogar Respekt. Ja, der war gut, der war gut. Da habe ich einfach mein Tempo genutzt, das ich hatte. Hab ihn gut ausgespielt. 2:0, das ist gut. Und schon fast 2 Minuten gespielt und noch kein Gegentor. Das ist auch eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Im 1 gegen 1 passieren halt... Im 1 gegen 1 fallen halt nur mal viele Tore so. Und ich neige dazu, in der Defensive zu schlecht oder zu fahrlässig, sage ich mal, zu spielen. Und dann halt auch zu viele Gegentore zu bekommen. Ich meine, wenn du halt 5 Gegentore bekommst, dann ist es im Grunde nicht ganz so schlimm, weil du kannst 6 schießen und dann hast dann trotzdem gewonnen. Aber es ist natürlich nicht optimal, sag ich mal. So, das sollte jetzt, wenn ich den Ball hier ein bisschen beschleunigt kriege, genau. Er ist da am Boost vorbeigefahren, bei mir in der Ecke. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, das ist relativ schlecht von ihm. Und ich, ja, er hat den Boost gemisst, er schreibt es auch. Ich gebe ihm mal einen Knapp, damit er irgendwie das Gefühl hat, dass ich ihn trotzdem respektiere vielleicht oder so. Keine Ahnung, ich respektiere jeden, also das ist nicht das Problem. Aber ja, er hat da den Boost gemisst. Das passiert, das passiert, das sollte natürlich nicht passieren. Und hat mir dann da die Tür geöffnet, das Tor zu machen. Ich komme im 1 gegen 1 momentan nicht wirklich vorwärts. Ich bin immer noch auf dem gleichen Rang wie im letzten Part. Ich war mal ein paar Ligen hochgerankt, dann bin ich wieder ein paar Ligen runtergerankt. Das ist halt immer so ein bisschen... Es ist halt schwierig in Rocket League, weil du hast halt eine Tagesform und du spielst halt manchmal trotzdem, auch wenn du merkst, du kommst nicht richtig rein in die Spiele. Und im 1 gegen 1 habe ich generell das Gefühl, dass ich 90% der Spiele gewinnen muss eigentlich, weil ich gefühlt der bessere Spieler bin. Aber... Es bringt, ja, theoretisch der Bessere zu sein, bringt dir halt nichts, wenn du es praktisch nicht aufs Feld bringst. Und es ist auch nicht so, dass ich dann, ja, es ist halt einfach nicht so, boom, nicht so sinnvoll dann. Guter Schuss, Dankeschön. Wenn er will, kann er jetzt auch aufgeben. Ja, ne, ach, war knapp. Ich will gar nicht, dass er sich schlecht fühlt, keine Ahnung. 5:0. Ich darf jetzt auch nicht zu übermütig werden. Man kann 1:40 vor Schluss ein 5:0 noch verlieren. Das geht. Auf jeden Fall. Ach, schade. Ich dachte, dann macht er ein bisschen mehr Tempo. Aber ich kann hier wieder gut hinter dem Ball kommen, um mein eigenes Tor zu verteidigen. Das war jetzt nicht die beste Abwehraktion der Welt, aber...
Und nein, ich habe auch keinen Boost mehr. Schade, das ist mein Boost. Nein, leider nicht. Das war jetzt ja relativ schlecht von mir, weil ich mich da hinter dem Ball begebe. Also ja, in eine tote Position, sage ich mal. Und den Boost gemisst habe. Oder er den Boost halt einfach eher hatte. Und dadurch war ich halt in einer doppelt negativen Situation. Ich hatte negativ Boost und ich hatte negativ Position. Also ich hatte zwei Dinge, in denen ich unterlegen war. Eigentlich eine Situation, wo sehr schnell dann ein Tor auch passieren kann. Also das war gerade in der Ecke kein guter Play von mir. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das war ein guter Anstoß und dann mache ich den da rein. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Guter Schuss. Dankeschön. Bald ein guter Anstoß von mir. Die passieren oft, solche Anstöße. Er kommt halt relativ, ich weiß nicht mehr genau. Anstöße sind immer schwierig zu erklären, aber das ist, so, jetzt wird zum Beispiel nach links, genau. Habt ihr gesehen? Ich habe sogar angesagt. Ich konnte euch ansagen, wo ich den Ball hinspiele, weil der Anstoß ist halt eine Summe von deinem Anfahrtsweg und dem Anfahrtsweg deines Gegners. Dass ich den jetzt nicht reingemacht habe nach dem Anstoß, ich habe halt einfach den Schuss gemisst, so. Ne, das war halt relativ. Aber, ja, ne, Anstoß ist immer dein Weg und sein Weg. Und die treffen sich am Ball irgendwie. Und du musst halt gucken, dass du den Anfahrtsweg von deinem Gegner vielleicht noch irgendwie studierst. Ich probiere den Ball jetzt mal nach rechts zu spielen. Ja, seht ihr, hat geklappt. So, war kein Zufall. War genauso gewollt, alles klar. Ich habe sogar den Boost bekommen. Und dann kann ich da eventuell das Tor machen. Wenn er da vielleicht ein Flick noch reinbaut in seiner Fahrt, dann kann er den vielleicht auch noch halten. War jetzt auch nicht so ein starker Schuss von mir, den kann man durchaus besser machen. Dafür war er ganz gut in die Ecke platziert, wenn man es vielleicht noch irgendwie gut reden möchte. Ja, und dann gewinnen wir hier 9-0, vielleicht können wir das noch zweistellig machen. Ja, bei dem Anschluss habe ich mir jetzt nicht so viel überlegt, deswegen... ich würde gerne zu 0 spielen, das ist mir... Also, ja, und jetzt können wir auch noch das 10-0 machen. Und dann gewinnen wir zweistellig zu 0, wahrscheinlich. Ich habe noch 5 Sekunden. Wenn er jetzt nicht aufgibt und ich, Dankeschön. Ich will jetzt auf jeden Fall kein Gegentor mehr bekommen. Wenn ich jetzt ein Gegentor bekomme, dann habe ich gefühlt verloren. Okay, das war ein sehr guter Anschluss wieder. Sehr gut Druck auf den Ball gebracht und dann... Schade. Da war ich ein bisschen zu langsam, sage ich einfach mal. Ja, das war das erste Spiel, Leute. Ich glaube, ich habe knapp gewonnen. Das war ein Rocket hier, alter Falter. Ja, aber der war auch eine Liga unter mir, weil ich halt Liga 1 bin. Happens. Oh mein fucking Gott, Alter. Wir spielen in der Starbase. Ich hasse die Starbase. Ich habe die, glaube ich, auch abgewählt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Arena abgewählt habe. Vielleicht war es... Na doch, ich müsste die eigentlich abgewählt haben. Das war richtig dumm von mir. Ich wollte den Flip nicht so machen. Guckt euch das mal an. Ich wollte diesen Flip... Ich bin halt nach hinten geflippt. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht genau, warum das passiert ist. Also ich bin halt nicht nach hinten geflippt. Ich bin nach hinten geflogen. Also, ja. Ich wollte eigentlich so auf der Stelle flippen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, jetzt haben wir gerade 10-0 gewonnen. Hatten da einen Gegner, der nicht wirklich was konnte. Und jetzt gehen wir 2-0 in Rückstand. So ist es manchmal. Das war halt auch einfach kein guter Anstoß von mir. Ich probiere jetzt mal den Anstoß ein bisschen besser zu hitten. Der ist halt immer vor mir da. Da muss man dann auch immer ein bisschen vorsichtig sein, um... Okay, wunderbar. Oh, komm schon, ey. Okay, wunderbar. Ich meine... Ne? Es ist halt, er darf nicht so zu dem Boost fahren und dann auch noch stehen bleiben. Es ist doch klar, dass er zerstört wird. Also in der Situation, Leute, müsst ihr die Demolition fahren. Also das war halt auch, ja, von ihm relativ, ich sag mal, wie sagt man das? Blauäugig oder so? Okay. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts, ich will ihn nicht beleidigen. Also ich will jetzt nicht irgendwie, was für eine Parade. Aber wir haben ausgeglichen, das ist sehr gut. Mit einem guten Tor durch eine Demolition. Ja, low FPS. Solche Leute sind halt immer die Härte. So, ja, dann... Das ist keine Entschuldigung. So, das ist ja deine Schuld, nicht meine. Was soll ich jetzt machen, ne? Soll ich jetzt, keine Ahnung. Soll ich jetzt auch versuchen, meine FPS zu drücken? Keine Ahnung. Ne? Das ist halt...
Ja, außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass man das nicht hätte besser machen können. So, dann sind wir in Führung. Ich meine auch, der geht 2-0 in Führung. Warum hat der jetzt auf einmal Low FPS so? Das sind auch immer Dinge, keine Ahnung. Solche Dinge würde ich nicht als Ausrede benutzen. Dann, you would be such an easy win for me. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß doch. Ja. I see. So easy. Guck mal, da hast du eine ganz leichte Autotäuschung. Ich meine, ich will eigentlich, I think you can't read. Solche Leute, eigentlich will ich denen gar nicht antworten, so. Weil das Ding ist, ich kann dieses Spiel natürlich immer noch verlieren. Wenn ich das Spiel jetzt verliere, dann, ja, Heidewitzka. Jetzt Batman. Ja, da sind wir gut hochgekommen. Mit einer guten Geschwindigkeit, sag ich mal. Aber, naja, keine Ahnung. Wir hoffen einfach mal. Oh mein. Das war jetzt zum Beispiel wieder so eine Sache, wo ich die Map komplett falsch eingeschätzt habe. Ich dachte, mein Weg zum Tor ist viel, viel kürzer. Sonst wäre ich da schon ein bisschen Richtung Mitte gefahren. Ich habe einfach den Abstand zur Mitte komplett falsch eingeschätzt. Das war. Ich spiele diese Map halt auch relativ selten und ich mag sie überhaupt nicht. Ja, das war auch wow, wunderbar. Sehr gut angefahren von ihm. Das hat man halt. Ja. Du siehst es halt. Du siehst halt, dass er vorbeifährt. And now I got a disconnect. You lucky boy. Ja, wenn er. Also, was für ein Disconnect hat er bekommen? Ach, keine Ahnung. Das ist so. Ich weiß nicht. Ich meine, kann natürlich auch alles stimmen, dass er. Keine Ahnung, der beste Spieler der Welt ist. Aber wenn er wirklich ein guter Spieler wäre, dann würde er sich nicht so benehmen. Ja, den hätte ich reinmachen müssen. Ich habe da ein bisschen zu langsam. War ich einfach ein bisschen zu langsam. Das war fahrlässig, sag ich mal, von mir. Ja, wir lassen ihn kommen. Wir müssen uns da jetzt keine großen. Mann. Der Bounce war halt auch wieder. Keine Ahnung. Das sind halt solche Dinge. Ich meine, er macht das halt wirklich nicht gut und. Ich weiß nicht, warum der Ball dann so wieder zurückbounce. Das sind halt so Dinge. Ach, keine Ahnung. Das macht mich ein bisschen unzufrieden, um ehrlich zu sein. Ich meine, was soll ich denn machen? So, also, das ist halt, danke Leute, also danke Dude, das ist halt, keine Ahnung, so kann man doch nicht spielen. Und das Ding ist jetzt, warum mich das immer so ein bisschen triggert, wenn ich solche Tore mache, weil es so viele Leute gibt, die das immer als schlechten Play werten oder so, ne? Und da fühle ich mich immer direkt so ein bisschen offended, so. Da muss ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Demolition mache, muss ich mich rechtfertigen dafür, dass ich die gemacht habe. Aber ihr habt's gesehen. I hope for a rematch. Ja. Ach man, ey. Ich meine, das Ding ist halt. Like you see, I only misplay. Ja, genau. Er würde halt locker gewinnen, so. Das würde er halt einfach tun. Wie kann man? Ich meine, allein wie er da zu diesem Boost fährt. Und jetzt habe ich das Problem. Okay, wunderbar, dass ich keinen Boost habe. Und dass die Boostfelder halt auch so. Die sind halt in der Mitte so weit außen. Oh mein Gott, das war ein bisschen. Die sind halt in der Mitte. Sind die Boostfelder so weit außen. Wenn du dann in die Verteidigung fährst, dann kannst du dir gar nicht wirklich eine richtige. Wo ist er denn? Da ist er. Och Mann, na, da, also die erste Berührung wollte ich natürlich auch haben, aber da war es mir jetzt nicht so wichtig, dass ich die da nicht bekommen habe. Aber die zweite Berührung hätte ich sehr gerne bekommen.
Dann gehen wir an die Wand. Er macht das da nicht wirklich gut. Ja. Das ist jetzt, ja, ich weiß nicht, da, er hat da ein bisschen Zeit. Eventuell hätte er den aufs Tor ziehen können direkt. Das ist, ja, mag ich zu bezweifeln, ob das... Naja, der kommt dann leider nicht aufs Tor. Solche Bälle müssen dann halt auch einfach aufs Tor kommen. Ich meine, der war jetzt nicht hart geschossen, der war nicht, ja, der war jetzt nicht so mega stark, der Schuss. Das war so schlecht von mir. Aber, die müssen einfach aufs Tor, um so ein bisschen Druck zu erzeugen, wisst ihr? Damit der halt, er muss halt dann parieren und kann sich keine, nicht ganz so viel Zeit lassen, um den Ball anzunehmen. Ja, seine Anstöße sind auf jeden Fall relativ schlecht. Die sind halt überhaupt gar kein Problem zu kontern. Ja, jetzt macht er den halt rein und sagt jetzt so, ja, den hätte ich halt auch so reingemacht. Dann kann er halt nicht mehr halten. Also, wenn er so eine Sekunde früher da ist, kann er den gegen den Pfosten hauen und so. Naja. Das sind halt so Leute, keine Ahnung. Ich meine, ich möchte nicht bezweifeln, dass der mich besiegen kann. Also, der wird mit Sicherheit auch mal also, das wird mit Sicherheit jemand sein, der auch gegen mich gewinnen kann, ne? Das ist in Rocket League generell so. Du kannst, gegen fast jeden kannst du irgendwie gewinnen, wenn du es hinbekommst, also wenn du ein gutes Spiel bekommst und so. Aber dass er halt dann anfängt zu schreiben, eigentlich würde ich dich easy besiegen, das ist halt keine gute Attitüde, ist halt einfach keine gute Eigenschaft. Aber gut, das waren zwei wundervolle Spiele, Leute, zwei Siege, so gefällt mir das. Liga rauf in Liga 2. Mal gucken, wann wir endlich mal wieder den Planeten im 1 gegen 1 hitten. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal gehittet habe. Auf dem Weg zum Champion. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen unterhaltsam mit dem Gegner. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss!